Ein Jude sind wir mit Yu-Gi-Oh! Und den Karten, fuck dies, die Karte Duells. Und das letzte Turnier war ja ziemlich fail mit dem HS-Typen. Die haben mir bestimmt so aus dem Grund gemacht. Dann habe ich am Ende nochmal verloren, weil ich mehr Punkte sammeln wollte. Das war ein Fehler irgendwie, ja. Nein, ich brauche kein Tutorial. Ist wieder der HS-Typ. Denn jetzt weiß ich ja, was er macht. Ich glaube, es ist ein anderer. Ist das? Wendes, okay. Nee, ist eine andere. Hallo, liebes Ämtchen. Guten Morgen. Geht's dir? So. Ich hoffe, jetzt läuft das Turnier besser. Nicht so wie mit den HS-Typen eben. Ey, ist ja so unfair, da habe ich ja nichts gegen tun können. So, mal sehen. Ich hätte aber gerne Revanche gehabt, weil ich hätte den gern Typen schon hinzugefügt zu meiner Deckliste. Okay. Ich sollte ein bisschen defensiv anfangen, würde ich sagen. So, ja, defensiver Start. Okay, was macht das? Nee, ist nicht so schlimm, ich bin nur mein Frosch. Viel Spaß, Ämchen, bei der Obby. Oh nein, oh nein. Okay, was für ein Effekt aussieht jetzt? Wie viele Effekte aktivieren? Nein! Ernsthaft? Ich hätte die Karte doch aktivieren sollen, Mann. Schmerz. Ich soll gleich angreifen. Heute sind die Gegner echt nervig. Och nö. So. Damit habe ich jetzt 3200. Damit werde ich das doofe Empfängerviech zerstören. Weg mit dir. Ich habe ja keinen Effekt vom Friedhof. Der andere hatte entfernte Karteneffekt und der jetzt sieht okay, Todesfechter, alles gut. Dann kann ich einmal einen Kampf verhindern, alles gut. Wiedergeburt? Nee, da habe ich keine Lust. Vergiss es, das lasse ich nicht zu. Nein! Wobei, was steht da? Okay, das ist schon gut. Och man, ich hasse diesen Typen. Die sind genauso nervig wie der, aber bitte keinen Effekt. Riesentrunade, nein, nicht Riesentrunade. Nein, weil, wie hat er? Was soll ich denn das, Mann? Oh, der Typ ist nervig. Warum kriege ich halt nur so nervige Gegner, Mann? Okay, er greift mich an, das ist gut. Ich habe eine Idee. Gut, mir wieder gut. Oh, mein Baumfrosch. Ich krieg meinen Baumfrosch wieder. Das ist sehr gut. Verteidigungsmodus. Hat der eine Falle? Weiß es nicht. Ich will meinen tollen Effekt. Ich habe Angst, dass es eine Falle ist und dass es mich zerstört. Das war irgendwie doch ein bisschen dumm, fällt mir auf. Ich hätte den Effekt von dieser Karte. Ich hätte mir den gar nicht im Verteidigungsmodus legen müssen. Ich hätte den Effekt aktivieren können, ich Idiot. War dumm, oh, was soll's. Ich belebe jetzt jemanden wieder. Die Stärke ist besser. Hätte ich drüben.
Angriffsmodus. Start Effekt. Was für ein Effekt? Wow! Das sieht gut aus, der Effekt. Oh nee, ich muss meine Handkarte abwerfen. Achso, ich habe den Effekt falsch verstanden. Okay, ich dachte, oh, alle abgeworfenen Karten, egal. So, wie viel? 7, nicht den Rosendrachen. So. Ja. Das war ein kleiner Fehler von mir meinerseits eben. So, weg mit den Viechern. Hä? So. Was macht er jetzt, Torres? Hä? Ich glaube, ich habe gewonnen. Ja, mein toller Baumfrosch ist zurück. Na, mein Angriffsmodus. Jeder Schaden zählt. So. Nee, ist vielleicht glaube ich noch nicht ganz, ne? Bei, wenn ja, da sind die Sterne mal. 200. Das wären 200. Das wären 1200. Nee, das könnte klappen. Effekt aktivieren. So. Ja, das reicht, glaube ich. Ja, ich habe ihn gesehen. Auch wenn wir dann noch beide eine Karte reinhaben, das ist witzig. So, das reicht. Und er ist zerstört. Ja, 9400 habe ich, freut mich voll. Liebes Ämmchen. So, ich habe gewonnen. Ja. So. Das ist immer gut gelaufen, das Duell. Besonders zum Ende hin dann noch. Oh, Mary, der war doch nervig. Oh, wollte ich dir nicht immer... Oh, nee, nee, das ist eine andere. Ich hab dich vertan. Mary. Mariana. Mariana. Du, 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 du. Mariana. Mariana. Okay. Sieht schon mal sehr gut aus. Sehr gute Starthand. Okay, kriege ich Lilly so schnell es geht aufs Feld und kann einen kurzen Prozess machen. Was natürlich hübsch wäre. Aber diese doofe Falle, da macht mir Sorgen. Deswegen spiele ich erstmal im Verteidigungsmodus. Nein, 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 das ist schlecht, das ist schlecht. Kannst verhindern, ja, ich kann es verhindern, gut. Wenn ich mit dem Turnier fertig bin, dann spiele ich Roblox nach dem Turnier. Das nützt dir nichts. Zugleich kann ich die Strategie machen, die ich eigentlich machen wollte.
Erstmal werde ich eine Falle zerstören. Kein Lust auf Feuer jetzt. Okay, weg mit der Karte. Was war denn das gewesen? Okay, die Elfenbox, die wir übergewinnen. Jetzt versuche ich das so zu machen. Bitte klappt diesmal, nicht wieder eine gemeine Falle. Da, nein, schrumpfen. Ah, warum machst du das mit mir? Ah, was ist dein Problem? Ich habe eine neue Ratte. Eine neue Ratte, wir brauchen wieder eine neue Ratte. Die Ratte greift dann an. So. Ja. Ja, wieder eine neue Ratte. Wir brauchen wieder eine neue Ratte. Genau, Lilly bald aufs Feld. Aber erstmal mache ich die Ratten weg. Oh, warte, das ist so getippt für das Feld. Okay. Ja, ich habe auf der Wiebe das. So, weg. Ich glaube, jetzt habe ich aber eine Ratte weniger als er. Insekten hat. Okay, das spielt auch was anderes. Ja, dann kommt natürlich jetzt Lilly aufs Feld. Lilly. Attacke Lilly. Das sind die Vertikale. Was steht da? Aha. Nee. Nee, dann greif lieber Sasuke an. Ja, perfekt. Ich habe gar keinen Bock auf diesen Effekt, deswegen werde ich... Ich habe wirklich null Bock auf den Effekt, deswegen mache ich das. Das will ich so schnell wie möglich loswerden. So. Willkommen zurück, Ämchen. Ich soll ja von dir auch gute Besserung ausrichten. Von mir natürlich auch gute Besserung, liebes Ämchen. Okay. Ja, es ist nicht so schlimm. Ich möchte seine Hand noch ein bisschen ausrotten. Das wäre sehr nett. Würde das funktionieren? So, Attacke. Es gibt wieder ein paar Punkte gleich. Vielleicht kriege ich endlich mal Lamun. Vielleicht auch nicht, weiß es nicht. So. Und was ist das? Ah, gut, dass die Karte weg ist. Wieder nervig gewesen. Ich glaube, ich habe dann nächste Runde gewonnen, wenn es jetzt nicht schief geht. Ja, es könnte passen. So. Nein. Den power ich mal auf. Ich mach mal Lilly. So, Attacke. Nicht 2000 Verteidigung. Okay. Ich möchte noch, dass sie eine Karte abwirft. Wir sehen, was sie noch hat. Ich glaube, das ist keine Karte, die einen Effekt auf den Friedhof hat. Ich kriege auch noch extra Punkte. Das wäre so super. Ich habe gewonnen. Ja. Und meine Feenbox wollte ich ganz aktiviert werden. So. Meine Lilly ist wirklich super. Also jetzt läuft's besser als im letzten Turnier. Schade, keine Lilly. Keine Lamun. Lilly habe ich ja schon ein paar.
Ja, nice. Klingt das so, dass überall links so Kreuze sind und rechts so Kreise? Sehr witzig. Passt doch farblich. Tabakko, okay. Ich kenne die ganzen Gegner nicht auswendig. Die sind alle viel zu unwichtig. So, mal sehen, was sie macht. Ich würde gerne alle Gegner in meine Deckliste adden, weil die werden immer geaddet, wenn die besiegt wurden. Ich glaube, den HS hatte ich noch nicht. Schauen wir mal. Guter Start mit Lilly und so. Oh nein, nicht die Außerirdische. Oh, nicht die mit den Außerirdischen Karten. Ich hasse sie. Nee, hau ich direkt mit Lilly rein. Da hau ich direkt mit Lilly rein. Oh ja, nee, ich starte lieber doch mit Sangan. Irgendwie nehme ich Angst vor einer Falle. Ich hasse diese außerirdischen Karten so sehr. Warum habe ich verloren? Ich hätte noch mehr. Hä? Das bin ich nicht. Hä? Warum habe ich verloren? Hä? Das bin ich gerade nicht. Ich hätte noch 2000. Ich hätte noch 2000. Warum habe ich verloren? Oh, das habe ich nicht gesehen. Verdammt. Wie doof, wie doof. Toll, ey. Das habe ich nicht gesehen, den Effekt von der Karte. Das ist nervig. Ja, und jetzt hau da richtig rein. Was ich gedacht, sie. Ja, dann hau mir schön 2000 irgendwas Lebenspunkte weg. Ich werde mal die verdeckte Karte zerstören, bitteschön. Weg damit. Oh, was macht sie jetzt? Ja, toll. Oh, ich hasse die außerirdischen Karten. Ich habe gerade gesagt, jetzt läuft es besser und dann passiert sowas. Das ist toll, ne? Oh, ich habe nicht mal viel Lebenspunkt. Das heißt, ich kann nur meinen Lilly noch einmal aufbauen. Das ist gut, Crashkarte. Hätte ich noch sagen können, wäre das gut. Crashkarte, rette mich. Ich bin alle Monster vernichtet. Außer Sangha. Ich verliere zwar noch mal 1000. Aber ja, kann ich nichts gegen machen. Den tollen Drachen. Oh, ich spüre lieber die Ratte. Ich glaube, Lilly wird mir jetzt nicht mehr viel nutzen, weil ich zu wenig Lebenspunkte habe. Ich bräuchte echt eine Karte, die meine Lebenspunkte erhöht. Ich glaube, ich werde nur so einen ins Deck legen. Weil dann kann ich Lilly auch öfter benutzen. Weil oft scheitert es da ja daran, dass ich Lilly nicht oft genug benutzen kann. Deswegen, ich werde mir, glaube ich, eine Karte ins Deck legen, die meine Lebenspunkte erhöht. Greif ruhig an. Kein Problem. Ja. Okay, jetzt zeig ich mal, was habe ich da? Ich nehme nur eine Ratte. Freue mich Wild Heart. Nee, ich nehme eine Ratte. Thank you.
Wieso meinte das Spiel? Wenn alles jetzt so weiterläuft, kann ich noch gewinnen. Keines. Was? Warum? Oh, das war wieder diese. Ich hasse es. Ich muss mal lernen, den Text zu lesen. Ich dachte, ich stand noch nichts mit 300. Ich kapier's nicht. Das sind die außerirdischen Dinge. Oder ist die Karte? Ja, guck mal, das war die Zauberkarte, die Feldzauberkarte. Ich verstehe. Ah, oh, Mann, ey. Wie gemein. So eine Ratte. Ich glaube, das Spiel jetzt mal Antimaterial drachen. Ich glaube, ich werde mir die Karte ins Deck reinlegen. Diese Fallenkarte, die jede Runde um 500 Lebenspunkte erhöht. Oder wenn ich das goldene Insekt habe. Das goldene Insekt wäre natürlich besser, aber ich weiß nicht, ob es das hier in dem Spiel schon gibt. Beziehungsweise, aber die gab es schon 2010 oder so, ne? Ich bin mir unsicher. Ja, mit deinen doofen außerirdischen Karten. Nicht Lichtschwerter, nicht jetzt Lichtschwerter. Ich muss es doch schnell beenden, bevor sie neue außerirdische Karten kommt. Wo muss das jetzt sein? Ganz ehrlich, warum musste das jetzt wirklich sein? So, wiedergeholt. Nützt. Kann jetzt irgendwas nützen. Ich bin außerirdische Karten zu kompliziert. Ich probiere es einfach mal. Ob ich sie ganz verstehe. Ich habe den Effekt jetzt richtig verstanden. So, jetzt habe ich den Vorteil. Mach mal ja. Beziehe ein Zehnergoldmuster, okay. Ja, okay. Ja, ich hab's richtig verstanden. Weg mit dem Ding. So, C-Marke. Was ist der Effekt jetzt heute? Mach ich mal. So, weg mit dem Ding. Da sind 2400, 5000, 6500. Okay, es reicht. So, Attacke. Ja, es hat sich ja nochmal zum Guten gewendet. Puh, und ich bin ja doch noch gewonnen. So. Schauen wir mal. Okay. Aber ich habe die Karte, die gleich Werte wie Lamone hat, aber ja. Sozusagen eine Anti-Lamone. Geh mal bitte auf Klo. Da geht's weiter.
So, was? Kopfhörer noch, dann geht's weiter. Ich hab gewonnen, ja. Ich meine auch, lief das sogar sehr smooth ab. Ja, links alles. Blaue Kreuze, rechts alles. Andere Kreise. Aber ich hab nur 400 Punkte. Der andere hat eben irgendwie 800 Punkte in einem Duell bekommen, ey. Obwohl ich jetzt dreimal gewonnen habe, nur 467 Punkte. Das heißt, 23 Grad habe ich bekommen. Immer noch nicht Lamoon dabei. Wer ist mein erster Gegner? Nicht gesehen. Okay, immer nicht Crow. Ich hoffe, Crow war nicht da, aber ich habe keinen Bock mehr gegen Crow. So, was wird er machen? Boah, ich hasse Duos. Zeitverschwendung. Gut, bitte fang du an. Ach Mist. Ich mag es nicht anzufangen. Meine erste Runde funktioniert jetzt zweimal durch und ich wollte nachher noch die Lebenskarte heilen. Die wird mir, glaube ich, helfen. Mit Lilly und so. Und 500 Lebenspunkte pro Runde, das kann ich auch schön aufhalten. Ja, da werde ich mal natürlich sehr defensiv beginnen. Defensiver Start ist immer sehr gut an ihm. Oh. So, das ist in der ersten Runde, da kann man nur defensiv starten, da kann man ja nicht direkt angreifen. So, jetzt bitte keine Verdeckte. Ich habe gesagt, bitte keine Verdeckte. Soll ich das so machen? Ja, ich glaube, ich mache das. Ich will die zwei Karten, auch wenn es schade ist um meinen Geistersensen, Mann, ich will die Karten einfach direkt hier loswerden, die zwei Verdeckten. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Weg mit den dummen Dingern. Gut, gut. Ja, Spielkraft. Hätte ich angegriffen, wäre das übel geendet. Aber ich mich wundert, dass er das feierliche Urteil nicht aktiviert hat. Normal machen die Gegner das ja immer. Aktivieren die Karte ja immer. Dazu eine Main-Karte in diesem Spiel, feierliches Urteil. So. Aber mich nervt manchmal, dass es ein Match-Duell ist und das zögert das echt nur hinaus. Ah, direkt hat er zwei neue Karten. Dann werde ich davon eine jetzt zerstören. So, weg. Okay, nicht noch eine Spielkraft. Der Spielkraft ist als eins limitiert. Noch ein feierliches Urteil. Oh toll, hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Karte erst gelegt. Das ist übel. Oh, Wiedergeburt und so, das ist dumm, dass ich die Karten nicht verloren habe. Echt schade. Leider habe ich jetzt viele gute Karten verloren. Aber kann ich nichts machen. Außer abhaken und weitermachen. Baumfrosch, okay, ist gut, wenn ich mal. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja, das kann ich leider nicht verhindern. Ernsthaft? So war jetzt halt. Gut, das ist ihm umgefallen. Wobei, ich kann Riesentunnel aktivieren. Ich will halt meine Karte nicht zerstören. So, dann aktiviere ich gleich das, wenn er seine Karte wieder setzt. Weg mit dir! Greife ich noch mit weiter an. Dann hat er nur noch 3300. Dann, wenn jetzt nichts schief geht, dann ist er nächste Runde schon weg. Okay. Ja, die Karten werden gleich alle vernichtet. Und mein Baumfrosch, nice. Wenn keine Zaubern verletzt, kann der Baumfrosch zurückkommen. So, weg mit den Dingen. Was jetzt?
okay. Ich hab schon gedacht, was Schlimmes. So, noch ein Wild. Ja. Das ist gewonnen, aber wie gesagt, das ist ein Match. Best of three. Das heißt, gewonnen ist hier jetzt noch gar nicht. Ich glaube, du hast keine. Man sollte für jedes Duell einzelne Punkte bekommen. Hier wird immer nur das letzte gewertet. Für den anderen bekommt man gar keine Karte. Das ist genau so. Und gewonnen. Ja. Ich will immer entscheiden, aber dann merke ich, dass er entscheidet. Okay, als erstes ist gut. Er ist als erster da. So, ich werde mit Sangan anfangen. Bobby spielt ein bisschen offensiv, damit er eine Falle hat, dann aktiviert er die. So, aktiviert er eine Falle. Ah, nicht. Ja, ich mache mal nicht. Okay. Ich würde sagen, dann hole ich mir Lilly. Also hier Wildheart nehmen. Nee, ich nehme hier Wildheart. Ich habe keine Lust auf Fallen gerade. Karte gleich mit Wildheart. Ich hoffe, er spielt gleich noch eine Karte und zerstört alle seine eigenen. Fallen wirklich nicht bei Wildheart. Vergessen die Gegner immer. Bei Lilly hat er auch nicht gesagt, weil Lilly zu schwach ist. Man braucht mindestens 1500 Attacke, mit der Karte wirkt. Lichtschwerte, ernsthaft. Muss das jetzt sein? Nee, das möchte ich nicht. Das möchte ich jetzt nicht. Jetzt aktiviere ich auch mein Lichtschwerter. Das Ärgern kann ich auch. Nein, er hat auch jetzt zwei Karten. Ah, nee, nur eine. Ich dachte, wir haben noch zwei von denen. Was? Achso, nee, das ist nur eine Dampflok, ein Widerwahl. Das wird jetzt allererste sein, eine Lichtschwerter. Bye-bye, Lichtschwerter. Okay, das ist nicht schlimm. Mach das ruhig. Mein Wild hat es dadurch nicht getroffen und der Effekt wird trotzdem aktiviert, dass die Lichtschwerter zerstört wird. Nee, das wird nicht. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, dass trotzdem aktiviert wird, aber es muss erstmal ein Verteidigungsmodus wirklich setzen. Natürlich übel. Ja, ich habe auch meine Tür. Ja, dann spiele ich meinen Wildheart erstmal verteidigen. Okay, das ist ein Fehler von ihm. Was steht da?
glaube, deine Karte bleibt einfach mehr auf die Hand zurück. Du schick eine schöne Karte, wir auf die Hand zurück. Und weg. Was hat der für einen Effekt? Ja, dann macht mir auch da was Schaden. Okay. Gleich verschwinden die Lichtschwerter. Ich kann dann wieder meine Lichtschwerter neu setzen, dank der Riesentonade. Ämchen, hallo Ämchen, mal wieder. Okay. Ja, ich aktiviere gleich meine Riesentonade. Oh, mein Stream hat sich gerade aufgehangen, egal. Ich glaube, es wäre live. So, Riesentornade. Nein! Ich auch, mein Lichtschwert ist schon weg. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte meine Lichtschwerter noch. Nein! Ich dachte, ich hätte meine Lichtschwerter noch. Ich bin doof. Ich sollte aufs Feld gucken vorher. So, ich schicke diese blöde Karte wieder zurück. Das war dumm von mir. Ich sollte wirklich aufs Feld gucken, bevor ich was mache. Jetzt kann ich in 2300 Schaden reindrücken. Bam! So. Was macht er jetzt? Okay. Warum macht er das? Oh, deswegen macht er das. Ich verstehe. Ich verstehe, aber ja, mein White hat es tot. Da konnte ich ja nicht rechnen. Och man, jetzt kommt er mit seinem blöden Zackart. Jetzt habe ich kein White Hat mehr. Oh, er bleibt mit meiner Tür an. Ich habe keine Ahnung, was anderes tun. Was soll ich schon groß anderes tun, als mit der Tür angreifen? Ist das? Okay. Autsch, sieht schmerzhaft aus. Ich würde gerne, dass das Viech da weggeht. Weil es bedrohlich aussieht. So. Jo. Ich wollte noch ein Wild Heart. Ich bin noch weiter. Drillwolf. Na, na hin. Soll ich es riskieren? Ich mach's mal. So. Weg mit dem Ding. Das. Feierliches Urteil, okay? Wenn ich jetzt angreifen kann, dann habe ich gewonnen. Glaube ich, wie sind das? Nee, noch nicht ganz. Wird jetzt keine Falle. Okay, Riesentonade, das ist nicht so schlimm. Ey, man kriegt jetzt 1600 Schaden, immer noch. Boah, der nervt mit seinen dummen Fallen. Okay. Nee, 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 das würde ich gerne verhindern. Das kann ich aber nicht verhindern. Leider kann ich das nicht verhindern. Könnte schon verhindern, aber dann müsste ich zweimal ein Monster aufbauen. Okay, ist nicht so schlimm.
Sag mal, der Tür kann ich die. Ich brauch mal was zum Angreifen, ey. Ich hab nie was zum Angreifen. Sag mal, der Tür kann die Karte wieder wegschicken. Mal wieder 800 Schaden. Richtig viel. So, wieder in verdeckte Verteidigungsmodus. Gebt mir noch irgendeine Karte zum Angreifen, bitte. Oh, mindestens 1 und 400 noch. Oh, damit kann ich auch seine Karte loswerden. Das ist gut. Das ist eine gute Kombo jetzt gerade. Ich aktiviere meine Tür. Dann kriege ich die Karte zurück auf die Hand und dann greife ich gleich in meinen Geist hin und dann muss ich die Karte sogar abwerfen. Der frisst nochmal 1100 Schaden. So, weg mit der Karte. Oh nö, muss das sein? Ernsthaft? Ernsthaft? Boah. Der Typ nervt. Ah, ich werde viele Punkte kriegen, weil das Duell so lange ist. Nee, ich habe keinen Bock auf die Falle, oder? Weg damit. Weg mit dem Vieh. Okay, es war Buko. Oh Mann, gib mir doch mal irgendwas zum Angreifen. Was soll denn das? Gebt mir was zum Angreifen. Das ist nichts zum Angreifen. Warum kriegen wir denn nur so defensive Karten, Mann? Karten sind gut, aber nur für defensive Sachen, nicht für offensiv. Gehirnkontrolle, ernsthaft. Gebt mir doch mal was, bitte, Mann. Gebt mir doch mal was zum Angreifen. Nicht die defensiven Karten. Ah. Okay, eine Ratte immerhin. Kacke. Wenn da jetzt keine Falle ist, dann könnte es ja gut laufen. So, Attacke. Und eine Falle. Ja, 1 und 4 ging. Oh, eine Bombe. Oh, ich kann angreifen, ja. Ja, jetzt verliert er nicht mal wieder eine Karte. Oder auch nicht. Nein, bitte nicht wiederholen. Oh. Gleich noch meine Ratte Boom Boom. Nee, ich will's nicht. Ich will das behalten. Ah, ich habe ja diese Karte. Ich kann immer einen Angriff pro Runde abwehren. Könnte das so reichen? Nein, einfach Boom, Ratte. Die Ratte explodiert.
Ich glaube, ich kann gewinnen. Das, dann glaube ich seine Karte. Ich weiß es nicht. Ja, ich mach's so lieber. Ich verliere jetzt wieder was, aber... Jetzt bist du ja seine dumme Karte, ne? Aber bald kann das nicht wieder machen, weiter dazu werde ich sehen. Okay. Nein, bitte nicht wiederholen. Ja, er ist gleich weg, ist gut. Ich kann den Karteneffekt nicht mehr nutzen. Ich kann, glaube ich, jetzt all seinen Kram zerstören, wenn ich das richtig anstelle. So, ich zerstöre all den Müll hier auf dem Feld, das nervt mich. Er kann das ja gar nicht mehr. So, einmal auf dem Feld zerstören jetzt erstmal. So, und jetzt... Angriff! So, oh, ich hab's geschafft. Ah, das waren eigentlich auch viele Punkte. Ein langes Duell. Man kann aber gleich maximal 15 Karten, war das. Schade. Ich hätte auch eine Karte mehr bekommen können, wenn ich 16 mehr Punkte habe. Mann, das war lang. So lange Duelle. Oh, der hat doch auch so nervige Karten, oder? Das wird nervig. Der war auch der Fallentyp, ne? Oh, bitte spiel was im Verteidigungsmodus. Sehr gut für den Start. Nein! Ach, das war der Zyltyp. Ja, übertreib ruhig. Ich will die Hexe stören gleich. Warte, das ist gut, das ist gut. Bitte keine Falle! So. Dann werfe ich mal das weg. Gut. Bitte keine Falle. Bitte keine Spiegelkraft. Spiegelkraft jetzt die Hölle. Ja. Und ich Schaden reinhauen. Das war eine sehr gute erste Runde. Was war die zweite? Ja, ich hab mein Duell geholt. Nein. Ich will schwer, damit keine Kräfte sammeln und mich vernichten. Ja, ich kann jetzt leider nicht angreifen, ne? Und die Schwert hätte ich, glaube ich, jetzt schon gewonnen.
Oh, ich kann leider nicht angreifen. Gut, er macht nicht. Nein, sein Spiegel. So, gleich die Lichtschwerte weg und dann kann ich voll angreifen. Ich hoffe, jetzt kommt nichts Fieses. Kann ich gleich für eine Synchro klauen? Ich... So, ihr aktiviert das. Klau ihm sein Ding. Kann ich mich beschwören. Da habe ich so viele neuen Sternekarten. Ja, ich mach's mal. Warum nicht? Diesen Typen wäre gut. Da kann ich seine Karten stritzen. Dazu noch Lilly, wenn ich Glück habe, habe ich dann schon gewonnen. So, Bounce. Nee, ich will auf sicher spielen. Ich will wirklich auf sicher spielen. Mach mal ein Antimaterial-Drache. So, jetzt stiepelt sie dir ein paar Karten. Gib her. Ja. Danke. Dieses Ding. So, der Glaube hat verloren. Ich glaube, er kann nichts mehr unternehmen. Ah, nee, nee, bitte nicht. Das möchte ich nicht. Tut mir leid. Ja, werfe ich die weg. So, ich mache wieder ein Synchro. Das 4-Sterne-Ding. So, wenn wir jetzt mal angreifen, dann ist es vorbei. Ja. Gewonnen! Sawyer ist besiegt. Tom Sawyer. Hier markiert eine spickigkeit zur Auswahl, aber whatever. Ich beginne mit der tollen Ratte. So, was macht er mit seinem dünnen Ziehviecher? Ja, greif mich an, aber schweig meine Lilly. Oder warte, wäre es nicht schlau, jetzt Wildhard zu nehmen? Ja, ich mach Wildhard.
Falls er noch eine Zauberkarte spielt, kann ich ihn dann vernichten. Ja, spiel ruhig. Gut. Ja, ich habe einmal mit Strategie gespielt. Einmal war ich schlau. Das Spiel ist so, jetzt kann ich den Effekt aktivieren. Nein, Wyatt hat überlebt, das aber gut. So, weg damit. Und Attacke. Wildheart hat mich schon so oft gerettet. Das ist so gut, dass er gegen Fallen immun ist. Es rettet mich immer. Oh nö. Kann ich es verhindern? Nein, ich kann es nicht verhindern. Wie fies. Zauberkarten ist ja nicht immun. Ah, er kann kein Monster legen, ist gut. So, Wildheart, ich power dich jetzt richtig auf und dann haust du drauf. Jetzt wird er erst ein 3500. Ja, 3500 ist gut. Und Attacke! So, wenn jetzt nichts schief geht, habe ich nächste Runde gewonnen. Ah, es geht was schief. Ja, es geht was schief. Ja, es geht sogar was extrem schief. Ja, da. Aua, Schmerz. Er heilt sich, Mist. So, warte, ich lege jetzt alles ab. Und power meine Chimäre so richtig hoch. So, was sagst du dagegen? Jetzt nicht ihn aufbauen, das wäre dumm. So, 4000 weg mit dir. Der hat jetzt keine Karten mehr, nur noch seine eine Feldkarte. Ja. Ich ziehe bestimmt ein komisches Monster, das für 8 Lebenspunkte angefangen werden kann, oder? Och man. Jetzt mein Drill World. Wenn ich jetzt den Drill World kriege, das wäre perfekt. Oh, das ist sogar sehr schlecht. Ich kann ja nicht mehr beschwören. Gebt mir noch ein zweites Monster, bitte. Was das annullieren könnte. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es schlecht. Wenn es keine Fall ist, ist es gut. Okay, ich hab gewonnen. Nice. Kein Necrobot 2. Aber leider keine Lamoon. Okay, you say. Das ist einfach. Das ist viel einfacher Jack Atlas. Ein zweites, bitte.
drei gute Karten, da kommen wir relativ schnell vorbei. Schauen wir mal. Was sterbst du gerade, wenn ich wenig benutze in dem Spiel? You say, benutze ich wenig. Dann machst du das immer andere. Oh, ich kann nichts beschwören, das ist schlecht. Ein schlechter Start, das ist ein sehr schlechter Start. Oh, ich krieg jetzt Dual-Roll. Ich bin der Ratte, okay? Komm, ich greif mal an. Wenn das Spiel kaputt ist, dann ist, ist die Karte schon mal wenig aus dem Spiel, ne? Ja, ich wusste das. Das ist eine von den Dingen. Ah, ich werde mir die Karte im Stück legen, was mein Lebenspunkt erhöht. So, ich mache zur Sicherheit das. Und das ist was. Wow, durch die Verteilung durchbrechen wird eine Weile dauern. Ja, dann mach ich das mal so. Nein, Toleranz im Materialdrache. Zur Sicherheit power ich ihn nochmal auf. Ja, dann muss ich jetzt alle seine Viecher zerstören, was eine Weile dauern wird. So. Das ist auch eine der unfairen Karten. Oh nö, kann ich es verhindern? Nee. Weil wenn jetzt nichts macht, hat das gar nicht viel gebracht. Meine tolle Tür ist gut. So. Wenn ich seine Karten langsam oder sicher muss. Ich hasse diese Karte. Wobei, die kann ich kontern, die kann ich kontern. Okay, er hat das zerstört. Ja, mach ruhig. Bam. Was kommt denn noch alles? Langan. Ich weiß, dass Langan diese Karte zerstören kann, die linke. Auch wenn er jetzt wieder 1000 Hilfe bekommt. Damit von ja, weg mit dem Viech. Irgendwie machen wir die eine Karte dann ein bisschen Sorgen. Boy, ich zerstöre jetzt nicht. Ich habe immer Antimaterial drauf. Ernsthaft, Lichtschwerter? Nee, da habe ich jetzt gar keine Lust. Gut, dass ich mein Weltraumtelefon aufgehoben habe. Ich lege jetzt so viele Monster im Angriffsmodus wie möglich. Ich will einfach so viel wie möglich jetzt zerstören. Karten wie möglich loswerden, so ich kann jetzt auch nicht Schaden machen. Ich weiß nicht, vielleicht die Tür kosten wird, aber ich werde einfach draufhauen. So, Attacke. Wie mache ich 4800. Ernsthaft? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ich wiederhole den Angriff jetzt, auch wenn es mich Sangang kostet. Egal jetzt. Tu mir dann Lilly dafür.
Lilly-Attacke. So. Paar Lebenspunkte verliert er immerhin. Gut. Lili noch raus. Ja, es ist hier gehört, dass er nicht mehr verdeckt hat, nur bei meine Tür aktivieren. Reicht das? Ich glaube, das kann reichen. Ja, ich habe gewonnen. Aber es ist ja ein Match, also Best of Three, das heißt, noch ist gar nichts gewonnen. Und Attacke. Ja. Okay, das ist ganz sehr gut. Da kann ich reagieren und muss nicht agieren. Boah, ist draußen windig. Ja, das ist ganz gut, wirklich. Ja, ich will direkt mit der Crash-Karte hier hinten fahren. Komm, Crash-Karte! So. Da glaube ich eher schwächere Karten, ne? Ja, es hat nichts zerstört. Das hat eher so schwächere Karten. Das ist doof. Ämpchen, wie gesagt, wenn ich mit dem Turnier durch bin, ja? Ja, natürlich. Das bin... Das war ein bisschen fail, aber es ist ja nicht schlimm. Okay, Riesentornado. Ein mystischer Weltraum bleibt noch nicht, Riesentornado. Schmerz. Werde ich meine Ratte spielen und mit der Ratte kriege ich dann Lilly. Gut, Ratte-Attacke. Attacke, liebe Ratte. Weg. Oh, die Karte ist nervig. Gut, aktiviere jetzt nicht. Boah, ist draußen so windig gerade. Ja, ich leg mein Todesalb. Todeswache, weiß ein Todesalb nochmal. Todesalb ist eine andere Karte, jetzt geht er wieder 1000 Lebenspunkte. Ah, Yusei ist so viel schwächer im Vergleich zu Jack Atlas. Wir lachen nochmal. Ernsthaft? Boah, ich dachte, der hätte schon die 2. Nein, Mann. Oh, jetzt hat er ja 4 Monster im Feld. Oh, das ist nervig. Das ist so nervig. Bitte greif mit einem Monster an, dann kann ich meine Spielkraft aktivieren. Bitte. Greif einfach mit all deinen Monstern an. Bitte. Ja, er übertreibt ein bisschen. Nee.
Okay, geht gar nicht. Greif mit einem Monster aneinander, wenn die alle gleichzeitig zerstört. Nein, das ist noch nicht im Verteidigungsmodus. Nein, ich muss das jetzt machen. Warum hast du mich im Angriffsmodus gelassen, Mann? Wenn ich alle auf einmal zerstören könnte. Ernsthaft, wie viele Karten denn noch? Lilly! So, jetzt muss ich wieder alle seine Karten einzuschalten. So, nee, den Effekt aktivieren wir ausnahmsweise nicht. So, ich verliere 500. So. Aua. Das ist echt ein Stoller. Ja, mach das ruhig. Noch eine Karte. Oh. Ja, ich hab hier meinen Staubton, aber ich will das Ding weg haben. Was ist das? Okay. Kann jetzt ein bisschen Schaden reindrücken, wobei er kriegt ja wieder 1000. Mit meinem Leben zerstören, richtig? Ja. Fies. Wie fies! Meine arme Lilly! Ich glaube, ich hätte all diese Monster aufgebracht, die 1000 heilen und 500 Schaden machen. Riesenkleim und fliegender Mumunga, glaube ich. Ja, dann kann ich ja nichts außer angreifen. Nein, oh, wie viel von diesen blöden Hunden hat er noch? Ich glaube, Wölfen. Aber er bewegt sich Richtung Big Out. Wenn er so weitermacht. Oh nein, jetzt kommt ein Synchro. Ah, ich habe mein Todeswächter und meine Ratte. Meine Ratte habe ich ja auch. So, dann mach. Sei dumm, dass er das gemacht hat. Ich sag immer, tu es alt. Ich bin auch nicht fertig, tu es alt. Das ist sehr viel. Nee, ich aktiviere meine Todeswächter gerade mal nicht. Ist ja, so viel ist ja auch nicht. 1 an 700. Soll ich jetzt meine Tür nehmen? Ich kann die Karte auf die Hand zurückhauen. So, ich nehme meine tolle Tür. Gut, die zerstöre ich erstmal. Ohne Wiederbelebung, das ist sehr gut, das ist extrem gut. Als allererstes haue ich dir deine Karte zurück auf die Hand. Oder besser gesagt, ins extra Deck, weil jetzt sind Kappenkönner hier gehen. Weg. Dann benutze ich Wiederbelebung. Guck mal, was ich wiederbeleben kann. Was ist denn das Schönes? Lilly ist mir zu riskant. Ne, ich nehme doch meine Lilly. Auch wenn ich sie nur einmal benutzen kann. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler.
Clownschaden wird nicht genannt. So, ich aktiviere das. Gut, ich habe meine Schafe. Nicht, ich darf jetzt auf gar keinen Fall mit Lilly machen. Wenn ich jetzt mit Lilly angreife, dann bin ich tot. Aber er wagt es nicht, Lilly anzugreifen, so, ja, das ist gut. Das ist schön dumm. Die AI oder die KI in dem Spiel ist ja nicht dumm. So, damit er keine Synchros machen kann. Ich glaube, vielleicht wird es ja wirklich im Backout enden. Okay, was willst du? Dunkelheit und Erde. Nee, das funktioniert nicht zusammen. Wenn ich meinen großen Match aktiviere. Okay. Nee, ich aktiviere meinen großen Match. Da muss ich entscheiden. Für einen Typ. Kein Synchro. So. Nee, dein Effekt funktioniert jetzt nicht. Ich kann ihn nicht aktivieren. Ich glaube, Typ R, das wäre gut. Tja. Ah, da war viele Fallen und so. Brauche ich den Monster zum Angreifen? Okay, Wild hat es sogar sehr gut. Damit bin ich immun gegen seine Fallen. Dann eine Attacke Wild Tower, los. Ich werde nicht mit Lilly an. Obwohl, ich hätte einen normalen Angriff, hätte ich mit Lilly doch machen können. Aber so jetzt. Okay. Normaler Angriff ist ja mit Lilly okay. So, Attacke. Ich brauche noch Monster zum Angreifen. Besten Erde. Pfeift aus dem letzten Loch. Vielleicht stirbt er sogar ein Deckout. Hm. Wer weiß. Deckout Win wäre auch was. Da gibt es sehr viele Punkte für. Ich hätte lang kein Deckout Win mehr. Aber 11 Runden noch warten, habe ich keine Lust. Beziehungsweise 22. Was will denn noch? Danke, Ämpchen, das lieb von dir. Ja, das Video von Lia ist cool. Ich hab's auch gesehen. Gleich habe ich das Turnier gewonnen. Wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, dann habe ich gewonnen. Ja, mach das ruhig, ist nicht schlimm. Danke. Ich würde ihn wirklich gerne mal Deckout gehen lassen. Das wäre ein cooles Finale. Es wären noch 9 Runden. Beziehungsweise 18. Ich glaube, ich werde ihn Deckout gehen lassen. Das wäre lustig. Ja, er soll Deckout gehen. Er war trotzdem an. Geh Deckout. Ich könnte jetzt schon gewinnen, aber ich möchte wirklich Deckout gehen lassen. Das wäre lustig. Hosenmatch ist wirklich gut gegen Lucille.
Ja, der gibt Geld, die User geht Deckout. Bei Deckout kriege ich richtig viele Punkte. Kriegt dann ja auch Lamu. Ich werde mal nicht angreifen, weil ich möchte echt, dass er. Oh, die Karte will ich noch zur Sicherheit spielen. Ich möchte, dass er Deckout geht. Geht Deckout! Angreifen trotzdem. Mal sehen, wie viele Punkte ich dann bekomme. Ja, er geht Deckout. Noch 5 Züge. Beziehungsweise 10, wenn man meine mitzählt. Ich hoffe, er beschleunigt das ein bisschen. Ja, das ist schön. Aber seitdem ich meinen zweiten Ramstick habe, klappt das auch besser hier mit meiner Ketchup-Card. Die hängt sich nicht mehr auf. Lichtschwerter. Er hat gleich verloren. Er wird am Deckout sterben. So. Ja, okay, er ist gleich schon weg. Er hat es beschleunigt. So, ich habe gewonnen. Yusei ist am Deckout gleich gestorben. Den Windschutter habe ich heute nicht oft gesehen, glaube ich. Stand eben 6 statt 3? Oder war ich blind? Ja. Deckout. Wie Punkte kriege ich? Wir sind da 370, das heißt, ich habe 15 Karten. Okay, hätte viele Sterne. Schrei, da kann Lamu bekommen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Das Turnier habe ich gewonnen. Ja. Nice.